Altanger Hütte. Ein idyllisches Städtchen in der Altmark. Traumhaft an der Elbe gelegen, lässt es sich hier wunderbar leben. Doch so schön es in der Provinz ist, wenn Mensch abends ausgehen möchte, wird's nach 18 Uhr ganz schön knifflig. Kurzfristig ruft einer an und sagt dann, ja, wollen wir dann und dann was machen? Ja, und dann stellt sich mal die Frage im Raum, wer fährt, wie kommt man dort und dorthin? Wir können uns im Winter meist nur mit Leuten aus dem Dorf treffen, da es von außerhalb einfach zu kalt oder zu weit weg ist. Alessandra ist es natürlich weiter, also bei einer Freundin von mir, weil sie wohnt ja ein paar Dörfer weiter weg. Auch mal sind sie auch mit Auto gefahren, weil es sonst lange dauern würde. Oft ist es halt auch einfach so, dass man hier in den Dörfern nicht viel machen kann und dadurch will man ja in eine Stadt irgendwo, wo man mal essen gehen kann oder sowas. Einige engagierte Jugendliche haben deshalb ein Projekt ins Leben gerufen. Hashtag Fahr mit. Schon bald soll ein Kleinbus ein Netzwerk aus flexiblen Haltestellen rings um Tangerhütte anfahren. Das Buchen soll schnell und einfach per QR-Code an der Haltestelle möglich sein. Fahr mit wird soweit interpretiert, dass wir Jugendliche ins Boot holen wollen, sie davon überzeugen wollen, dass wir einen Kleinbus organisieren, wo man Bescheid sagen kann und sich anmeldet. Ja, ich möchte gerne dann und dann abgeholt werden. Und dann braucht sich auch keiner mehr weiter darum kümmern. Und alles ist geklärt. So. Wir sind ein einzigartiges Pilotprojekt, ja. Wir probieren hier einfach eine Kombination aus Carsharing mitfahren und halt auch einem geleasten Auto zu bekommen, dass wir halt gemeinschaftlich einfach eine Lösung für die Jugendlichen und die Kinder finden. Ich habe mir das mit den QR-Codes überlegt, da es eine coole und schnelle Möglichkeit ist, durch einen Link auf die Internetseite zu gelangen. Dass es dann Haltestellen gibt, gerade so in großen Dörfern, wo auch viele Kinder sind, wo man dann einfach mal mitfahren kann oder Bescheid sagen kann, er hat mich da und dahin, zum Beispiel auch bei Feiern und bei Partys. Ja, also ich hoffe, dass das Projekt super durchstartet und dass es auch ja, weit verbreitet wird, jetzt auch durch die Dokumentation sozusagen. Ja, also ich finde es super toll, dass wir hier so Leute haben, die sich um uns kümmern. Das hat, glaube ich, nicht jeder Landkreis, jede Gemeinschaft, dass so wirklich Leute auf uns zukommen und sagen, ja, wir wollen hier was für euch organisieren und total dabei sind und dass wir hier auch mithelfen können. Ja, ich finde es sehr gut. Wir wünschen uns halt einfach, das Beste für die Jugendlichen rauszuholen. Das ist so der Wunsch, glaube ich, den alle haben.